Wir haben da oben auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Wir sind hier gut an. Ja, gut, das ist jetzt nicht ganz so geil. Unsere Sammler. Wir müssen jetzt ganz kurz mal hier unten das Ganze nochmal erschließen. Einheit bereit. So, zack. So, ja, müssen wir uns jetzt ganz kurz mal abwenden. Neue Koordinaten eingespeist. Und mal ganz kurz mal die ganzen Sachen hier reinigen, weil ich will nicht, dass meine Erzsammler da irgendwie nochmal irgendwie einen unnötigen Sachen da reintappen. So, zack. Einheit bereit. Dazu müssen wir jetzt erstmal den ganzen Kram hier ganz kurz mal säubern. Ich weiß, es ist jetzt wahrscheinlich wieder so eine kleine Hinauszögerei, aber hey, es ist halt dann immer so. Alter, so viele Gebäude habt ihr nicht mehr, die ihr haben könnt. Ist schon nervig. Erzsammler unter Beschuss. Ach, okay. Erzsammler unter Beschuss. Ach, okay. Ach, okay. Okay. Lindenrotoren überprüft. Erzsammler unter Beschuss. Zielkoordinaten. Macht man die noch kaputt? Unter Beschuss. Na komm. So. Ist nicht, Alter. Ihr haut euch hier oben auf jeden Fall nicht irgendwie irgendwas zusammen. Erzsammler unter Beschuss. Wir sind frei. Endlich. So, dann sollte es eigentlich. Na gut. So, steht hier oben noch alles? Nein. Läuft. Das heißt, wir brauchen einmal ein Kraftwerk. Läuft. Wir holen uns nochmal einen Prismaturm. Prismasensoren stabil. So, das ist safe, das ist safe, das ist safe. Alter, diese. Ich würde sagen, nervig. Damit sind aber eigentlich die ganzen Dinge in Ordnung. Stabilisatoren werden neu angepasst. Mehr Gebäude habt ihr nicht. Mehr Gebäude könnt ihr nicht besetzen. Das heißt, meine Sammler können hier in Ruhe arbeiten. Euch lasse ich dann trotzdem mal da. Produktion abgeschlossen. Freiheit ist etwas Wunderbares. Brauchen wir nicht. Alles, was sie sagen. So, zack, zack, zack. Dann nochmal ein Prismaturm. Kraftwerk daneben. Produktion läuft. Nochmal ein paar Panzer, nochmal 10 Stück. So, nochmal 6000, was wir ausgeben. Neues einmal dahin. Ziel erhalten. Gut, ihr könnt da einfach so stehen bleiben. Los jetzt. Nee. Ja. So, und jetzt gehen wir auch wirklich voran. Wir bauen und bauen und bauen. Also wir kriegen genügend Geld. Das heißt, wir können auf jeden Fall nach vorne gehen. Weil die Mission dauert mir ehrlich gesagt schon wieder ein bisschen zu lang. So. Was wir aber ranholen müssen. Mehrfach Spiegellinsen klar. Positionsdaten sind auf jeden Fall unsere Prismapanzer. Einheit bereit. So, das reicht. Produktion läuft. Wir holen uns nochmal ein paar Basis steht unter Prismapanzer. Huh. Das kann nicht unter Beschuss stehen. Das funktioniert nicht. Kommen da noch sehr viele? Ne, jetzt müssen die Prisma-Panzer eigentlich kommen, ja. Einheit bereit. Das heißt, unsere 4 Prisma-Panzer. So, euch steht dann auch nochmal dichter. So, Freunde der Nacht. Würde ich mal sagen, wir holen uns jetzt mal die ganze Stadt zurück, attackieren jetzt alles und dann auf geht's. Einheit bereit. Lichtenergie wird fokussiert. Alter, nervig, ohne Mist. Dass die halt sich überall verschanzen, ist halt so dermaßen nervig. Da können wir auf jeden Fall dann gleich reingehen. Stabilisatoren werden neu angepasst. So, und da. Lichtbrechung intensiviert. Einheit verloren. Ja. Na, das ist das Problem. Das war jetzt so das Problem. Speicherpaneele auf Positionsdaten. Weil wenn die erstmal in den Bereich reinkommen, ist es natürlich kacke. Alles andere ist nachher komplett easy. Lindenrotoren überprüft. Gestoppt. Abgebrochen. Wir holen uns doch mal lieber davon ein paar. Weil eigentlich brauchen wir die ja nur, um die Gebäude halt rauszunehmen. Zielkoordinaten
Und mehr nicht. Lichtenergie wird fokussiert. Und sofern wir das alles haben, haben wir es halt. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Na, da haben wir halt auch noch einen. Ist okay. Da haben wir wieder zwei. So, die verschanzen. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Glaube ich nicht. Wollte ich gerade sagen. Reparatur läuft. Das kann nicht sein. Normalerweise sind wir eigentlich so gut geschützt, dass wir da eigentlich nichts machen können. So. Einheit verloren. Okay, das ist mir Einheit irgendwie bereit. Unverständlich. Einheit verloren. So, zack. Da drauf. Da Einheit drauf. Verloren. Ja, jetzt verlieren wir natürlich viele, viele Einheiten. Einheit bereit. Weil gerade überall ein bisschen gefightet wird und so viel, so splitten, Einheit so krass splitten verloren. Geht nicht. So, der nervt noch. Der nervt. Einheit bereit. Der nervt. So. Jetzt können wir nämlich ein bisschen jetzt können wir auch nach vorne gehen. Das interessiert mich nicht. So, und erstmal die Leute hier kaputt machen, bevor die irgendwas, was weiß ich, was machen. Den Großen da weg noch, komm, 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 komm. Weil die Großen machen nämlich ordentlich viel Schaden. So, dich weg. Dich weg. Das Ding weg. Bauhof weg. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal geklärt. Einheit bereit. Wie gesagt, da sind wir ordentlich am Nachbauen. Alter, du gehst mir so tierisch auf Ketten, ne? Einheit. Ja, ja, du bist sowieso gleich tot. Wir heilen ganz gut gegen, werden wahrscheinlich nicht komplett gegen. Einheit bereit. Dass es 1 zu 1 ausgeht, aber es funktioniert trotzdem. So, geht doch, mein Gott. Aber die Missionen sind halt schon cool. Auch wenn es teilweise echt eine schwere Geburt ist. Erzsammler unter Beschuss. Einheit bereit. Produktion läuft. Wollt ihr mich verarschen? Egal, wir haben genug. So. Das Ding einmal kaputt machen. Weil dass ich halt auch mal die Prisma-Panzer ein bisschen dichter ziehen kann. Weil dann können die nämlich auch ein bisschen was machen, weil so schlecht sind die ja nur auch nicht gegen Gebäude. Wie man gesehen hat. So, dann sind die wieder frei. Einheit bereit. Produktion und damit ist eigentlich sein Gedünseldöns da. Eigentlich kaputt, ne? Also ihr sollt das schon kaputt machen, so ist es nicht. Einheit bereit. Ich werde mal kurz noch speichern. Adler Allianz. Ah, 20 Minuten oder sowas. Oder 30 Minuten sowas. Ah, die Roboter, Alter, die sind halt schon krass. Rückzug. Beziehungsweise die sollen halt nicht da reingehen. Einheit verloren. So. Ja, wir müssen halt trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Hier kommt mal runter. Zwei, ja gut. Einheit bereit. Positionsdaten empfangen. Oh, das Ding einmal kaputt machen. So, sind ja eigentlich genug Drohnen da. Einheit bereit. Also sie sind schon echt stark, das muss man mal so zugeben. Vor allem die Reichweite ist halt doch brutal, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann nicht sein. So. Die Drohnen ziehen wir einmal hier rüber. Ich weiß halt nicht, das stand ja, ich soll ja alles kaputt machen. Ja gut, dann müssen wir halt alles einmal kaputt machen. Einheit bereit. Neues Missionsziel erhalten. Okay. Na gut, dann vernichten wir halt Juris restlichen Stützpunkt, habe ich halt auch kein Problem mit. Einheit verloren. Ist ja kein Akt da. Den seinen Stützpunkt hier, die paar Gebäude nochmal wegzuhauen. Einheit
Ist nur ein bisschen doof, wenn mir denn die ganzen Leute entgegenlaufen. Weil das kann ich denn natürlich overall denn nicht halten. Einheit bereit. Stabilisatoren werden neu angepasst. Ja, gut. Okay. Stabilisatoren werden neu angepasst. Achso, die greifen mich jetzt hier unten an, oder was? Einheit verloren. Einheit befördert. Gut, das sollten sie eigentlich packen. Einheit verloren. Ja, das packen sie. Weil ich kann eigentlich doch ganz gut gegenheilen. Einheit verloren. Okay, oder auch nicht. Produktion läuft. Einmal bitte einen Rückzug. Einmal bitte Rückzug. Fuck. Bin ja gerade am Baum. Es sollten die aber... sollte eigentlich passen trotzdem. Das müssten meine Prismatürme eigentlich schaffen. Unsere Basis steht unter Beschuss. Vor allem, weil ich hier noch rechtzeitig nochmal zurückziehen konnte. Einheit befördert. So. Erstsammler unter Beschuss. Sollten wir eigentlich... Okay. Alter, guckt euch den Navy Seam an, Alter. Der räumt auf. Das juckt jemand nicht. Ein Bad gefällig? Das juckt ihm halt überhaupt nicht. Gestoppt. Abgebrochen. Also. Ja. Die. Hab sie. Den böllern sie einfach mal mit der Dingens um. mit dem Spaten. Okay, warum nicht? Why not? Why not? Ja gut, die laufen da jetzt rein. Okay. Ja, und das sollte eigentlich der letzte Typ sein. Jawohl. Sehr schön. Wahrscheinlich wieder über den Durchschnitt und den Durchschnitt. Na, 39 Minuten, ist okay. Eine gute und eine schlechte Nachricht, Commander. Das Ergebnis des Krieges ist unverändert. Die Sowjets haben kapituliert. Die schlechte Nachricht ist, Yuri ist noch in Freiheit. Die Regierungschefs wollen kein Risiko eingehen. Sie treffen sich an einem geheimen Ort wegen Unterzeichnung eines Vertrages mit den Sowjets. Auf Anweisung des Generals soll eine Dele... Guten Tag, Lieutenant. Wo findet dieses streng geheime Treffen der Regierungschefs statt? Ich kann nicht... Sag es mir. London, England, Parlamentsgebäude. Was zum Henker ist da los? Wir ordnen eine nicht genehmigte Übertragung. Stören Sie die Satellitenverbindung. Befördern Sie die Verbindung sonst wohin. Dieser Verrückte ist mit allen Wassern gewaschen. Da er die alliierten Anführer nicht klonen kann, muss er es auf die direkte Art versuchen. Sie werden jetzt in London den Vertrag mit den Sowjets ratifizieren. Na los, nach London mit Ihnen, Commander. Und Sie beordern einen Sanitäter zum Lieutenant. Okay. Verteidigen Sie das Parlamentsgebäude, vernichten Sie Yuris Stützpunkt. Okay, wir haben die Prisma-Panzer. Gefechtskontrolle aktiviert. Wir haben ganz viele Sachen. Nachricht. Wir haben ganz viel Geld. Dieses Treffen ist von großer Bedeutung, Commander. Wird dieser Vertrag ratifiziert, werden uns die sowjetischen Truppen im Kampf gegen Yuri helfen. Wir werden unsere Verteidigungslinie am Parlamentsgebäude einrichten. Ich wette, Yuri greift von Osten her an. Vielleicht schleicht er sich sogar die Themse runter. Wir müssen einen undurchdringlichen Wall gegen Luft- und Seeangriffe errichten. Staatsmänner sind bereits eingetroffen. Wenn man sie umbringt, oder wenn man ihren Verstand kontrolliert, war alles, was wir bis heute geleistet haben, für die Katz. Comprende? Sie möchten doch nicht, dass der Vizepräsident das Land regiert, oder? Okay. Ich bin der Premierminister. Oh, Romanov. Ha. Huh. Könnte schwer werden. Verteidigen Sie das Parlamentsgebäude. Gefechtskontrolle online. Yuris Truppen kommen in 20 Minuten. Okay, nichtsdestotrotz, wir speichern einmal ab. Und ich würde sagen, das war's auch wieder für heute. Wir haben... 3? 4? 5, klar. Wir haben Mission 3, 4 und 5 überlebt. Oder durchgemacht gerade. Ich bin bei 1 Stunde 46. Ein bisschen muss ich rausschneiden. Zum Anfang zumindest. Da ist 1 Stunde 45, bin ich auf jeden Fall durch. Das heißt, wir sind overall, ich weiß gar nicht, 2 Stunden 45, aber ich denke mal 4 Stunden, 4,5 Stunden werden wir brauchen.
Und ja, mal gucken. List und Tücke, vorletzte Mission, wenn ich es halt richtig nachgelunzt habe. Aber nichtsdestotrotz, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Das war Command & Conquer Red Alert 2, Yuris Rache, die Allianz-Seite. Sowjet-Seite wird natürlich dann nochmal zu einem späteren, zu einer späteren Zeit folgen. Aber jetzt reicht es erstmal. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Denkt ans Liken, Kommentieren, Abonnieren, wenn ihr sagt, hey, der Dude macht geile Videos. Auf jeden Fall. Haut's rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.